Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Die Sidequests haben endlich ein Ende gefunden und heute können wir uns nun zur Villa des Don begeben und dort wieder in die Katakomben absteigen, um den Mistkerl zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Wo haben wir die Tab bekommen, die Quest? Wir müssen die also irgendwie noch abgeben. Aber ich möchte vorher zu unserem Herrn Steeler hier gehen. Pass auf! Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Yay! Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Nice. Was hast du denn für mich? Da, TP-Absorb. 20% des zugefügten Schadens. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Kann mit Materia Glut, Frost, Gewitter, Lufttoxin, Feindes können Ausweichrundumschlag und Ukunagashi verbunden werden. Ich will Ukunagashi haben, aber kriege ich nicht. Kriege ich einfach nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Da. Es ist doch beendet. Achso, nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Erhöhe Schaden bei Gegnern im Schockzustand auf 200. Natürlich habe ich das gemacht. 100 Pro. Beim Analyseprozess des Schockphänomens wurde eigentümliches Verhalten festgestellt, hinter dem eine Art Kampfinstinkt vermutet wird. Dieses Wissen sollte sich bei der Entwicklung neuer Materia anwenden lassen. Der Auftrag lautet, Daten zum Nachweis zu... Keine Ahnung. Na ja, gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So, fehlt noch die Kronjuwelen, ne? Ja, anscheinend ist die Quest beendet. Müssen wir nicht abgeben. Dann würde ich sagen, gehen wir. Was willst du? Direkt zum Chocobo. Alle drei Chocobos sind wieder da. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt kann auch unser Betrieb wieder öffnen. Und wir gehen zum Wallmarkt-Erschließungsgebiet direkt. Ist gut. Wir müssen da jetzt wahrscheinlich die Mauer hochklettern. Das war die Mauer, die ich euch gezeigt habe, wo ich hochklettern wollte. Und das tun wir jetzt auch. Da geht's nicht rein. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Abkürzung zum Keller gibt. Alter, wie viele Türen habt ihr denn hier? Wer braucht denn so viele Türen? Niemand hier. Hab mir jetzt gedacht. Zeit zum Looten. Gibt hier wahrscheinlich nichts zu looten. Konnten doch hier in der Ecke was anfassen, ne? Guck mal, da geht's irgendwo hin. Zornesring. Ach ja, kleine Sequenz, deswegen können wir hier nicht. Ich bin doch schon raus aus der Sequenz, Mann. Zornesring. Versetzt im Kampf automatisch in den Zustand Tobsucht. Ein Ring für Krieger, der den Kampfgeist anstachelt. Nice. Jetzt wissen wir nicht, ob ich den jetzt einsetzen werde. Ist das die Tür, wo wir durchkamen? Ja. Dann möchte ich nach oben. Oh, Türen über Türen. Hier haben wir gepennt. Wir haben uns hier rübergebracht. Ja, dafür hättet ihr uns nicht einschläfern müssen, ganz ehrlich. Und hier mussten wir uns treffen. Ah, oh, diese Türen-Chaos, ey. Wer denkt sich sowas denn aus?
Hier ist ein Geheimgang. Oh, da ist eine Truhe. Und eine Tür. Wir gehen gleich hier hin. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Wir treffen bestimmt auf sein Haustier nochmal. Ich möchte erstmal in sein Zimmerchen. Gucken, was da abgeht. Da wird es wahrscheinlich runtergehen, ne? Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Wie, nein? Lassen wir ihn reden. Er hat uns in meine Sachen gebracht. Hä? Was ist das für ein Loch? Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken? Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Noch nicht. Ich muss erst kurz nochmal in den Keller. Ich habe gedacht, da geht's in die Kanalisation. Aber ich weiß dann schon, wie man hochkommt. Brauche ich doch eigentlich gar nicht. Also jetzt doch nicht. Hier ist noch eine Tür. Hier geht's auch runter. Ich brauche Hilfe. Hey! Hallo? Ist hier jemand? Ach, hier ist die Tür. Oh, der geht von hier aus nicht auf. Ich brauche Hilfe! Hey! Was machst du denn hier? Ihr Dreck! Oh, Entschuldigung. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich flehe euch an. Vielen Dank! Auf einmal sind die Typen von Shinra hier aufgekreuzt. Haben was von Verrat gefaselt und dass ich nutzlos wäre. Und mich dann einfach eingesperrt. Na dann, auf Nimmerwiedersehen! Warum hat er jetzt so gelacht? Du hast deine Materia vergessen. Jetzt ist es meine. Chakra. Oh, jetzt habe ich drei Chakra. Dawn of Slums, na gut. Turbo Aether. Ach ja, ich muss noch Barrett. Atomschere. Und dann packen wir dir hier Engel rein, hier Wiedergeburt. Wo ist denn das? Wiederbeleben da. So.
Dann holen wir uns noch die Truhe von der anderen Seite und dann gehen wir runter in die Keller. So, was haben wir denn hier? Wundersamer Kristall. Okay. Nein. Weißt du, lass das schon. Wundersamer Kristall, da. Reduziert die Effekte aber von Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Auch nicht schlecht. Man weiß nie, was man davon unbedingt brauchen wird. Wir haben vieles, was uns ziemlich hilft gegen Effekte. Wenn wir bei einem Boss nicht weiterkommen, der uns ständig irgendwie einfriert oder so ein Kram, dann wissen wir Bescheid. Aber bisher kommen wir doch ganz gut klar. Dann lass uns mal runtergehen. Nee, ich komme ja schon zu dir. Seid ihr soweit? Yep. Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Willkommen zurück. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht. Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Okay. Ist die Leiter zum nach Hause gehen? Also. Wieso war sie vorher nicht da? Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Na gut. Wir haben ja da eh was zu suchen. Achso. Hier geht's rauf. Hier ist er durchgebrochen. Oh Gott, ich sehe schon, der hat hier richtig gewütet, der Kerl. Dafür die zweite Treppe. Hä? Tifa, du warst im Weg. Wir müssen also runter. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Das Haus hat hier ein bisschen gewütet. Wahrscheinlich hat er Freunde mitgebracht. Oder ist jetzt. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem. Wer denn? Ach so. Spezialeinsatz. Ja, tat das wie, Kollege. Dann machen wir noch eine Störung in der Erde. Verdammt! Okay, das war nicht nett. Auf nimmer Wiedersehen! Ah, das tut echt weh, ey. Aber der auch. Oh, ich bin Frosch. Ich leg auf! Jetzt komm ich! Ich hasse diese Kackviecher, ne? Ich bin an deiner Seite. Na? Stufe gestiegen, nice. Erstmal verschnaufen. Ey, hier ist so dunkel, ich sehe kaum was. Bevor wir dann später ins Shinra-Gebäude gehen, gucken wir auf jeden Fall nochmal nach unseren WPs. Heilung, brauche ich nicht. So. Hallo, Arschlöcher. Na gut, ich komm schon. Räumen wir auf. Bin schon dabei.
Nur einen getroffen? Dann machen wir doch mal noch eine Störung rein für den Fischi. Na gut. Und dann Ende des Schreckens. Verzieh dich! Ja, das hat wehgetan, Kollege, wa? Los geht's. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Ich hab geblockt. Toll. Jetzt hab ich hier das Sagen. Energiehaken, ich muss das leider öfters jetzt noch einsetzen. Vergiss es. Genau, damit töte ich dich jetzt. Das wäre geschafft. Ach, überall meine Lieblingsgegner. Lästig. Alles endet hier und jetzt. Wie der einfach verreckt ist, der Typ. Verdammt! Macht nichts, ich mach Klingenstahl. Darf jetzt nicht schlapp machen. Aber ich muss gleich mit Tifa kämpfen. Knapp. Uns fehlt eine Strategie. Jetzt liegt es an dir. Hier kommt Barret! Ich leg los! Okay, Cloud, du machst sowieso erstmal Klingenstrahl. Da sind die Krabben schon mal weg. Vergiss es. Es geht weiter. Hehe. Ich bin ausgewichen. 50 Mal. Nein, ich will doch hinter dich. Wo willst du denn? Ernsthaft? Der ist durch die Decke gesprungen, ey. Immer vorsichtig bleiben. So, Cloud macht Klingenstrahl. Und du machst mal deinen. Nee, deinen Energiehaken. Du musst auch abgelenkt gewesen sein. Wurde schon angedeutet. Null. Und tschüss. Okay. Scheiß Frösche, ey. Keiner mag euch. Jetzt weiß ich nicht, wo ich herkam. Hinter mir? Oh, hier ist doch kein Weg. Hä? Okay, dann gehen wir hier entlang. Ne, da entlang. Wo auch immer wir dann rauskommen. Wieso ist die Tür jetzt offen? Irgendwo hier muss sich diese ominöse Tür befinden, die ich suche. Ich war bei den Kanälen, ne? Stimmt. So. Gehen wir auf die mittlere Krabbe, dann müssten wir endlich jeden treffen. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Ja. Das war schön. Oh, hallo Truhe, die ich noch nicht habe. Ein Aether. Okay, Klingenstahl gegen den Fisch. Alles endet hier und jetzt. Nicht jetzt. Naja, gut. Ich hab's durchgezogen. Gut. LOL. Gute Arbeit. Einfach klasse, die Fähigkeit. Einfach klasse. Die macht richtig Wumms. Der hat gefällt dem Zero. Okay. Aber wir müssen hier einen ganz komischen Weg laufen.
Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bix den Generalschlüssel versteckt haben. Ja, den haben wir doch schon. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Natürlich wissen wir das. Nur er weiß es nicht. Eigentlich weiß es jeder. Willkommen im Untergrund. Hier lang. In der Nähe ist ein Privatdurchgang von Don Corneo. Seltsam. Wofür habe ich jetzt den Schlüssel geholt? Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Okay, dann machen wir's. Hallo Krabbis! Egal, los! Auf die mittlere wieder. Barret, mein Trommelfell! Warte! Was? Ah, jetzt gehst du plötzlich vor. Gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Ich hoffe, der Hund frisst dich. Musik, die ich nicht kenne! Megatränke endlich mal wieder zum Kauf. Und zwei Phönixfedern. Ach, guck mal hier. Reif der vollen Kraft. Überlebensweste. Ich kann mir gar nicht alles leisten. Platin und Willenskraft. Okay, Willenskraft. Schon bin ich arm. Und ich kann nichts verkaufen. Zerstörung versiegeln. Behandeln, ja, nichts Gutes. Ja, schade, ich muss nochmal herkommen. Scheiße. Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Ah, oh, das Baby von ihm. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest. Los!